Was geht denn hier vor sich? Etwas sehr Mächtiges und sehr Böses sucht den alten Waldheim. Drei große Maschinen haben sich auf dem Berg am Lake Clearwater niedergelassen und verschlingen die Bäume und den Geist unseres Landes. Unsere Familien, unsere Kinder und unsere Enkel mussten um ihr Leben rennen. Sie haben Angst, was nun aus diesem geliebten und heiligen Land werden wird. Warum sind Sie dann noch hier? Ich habe inständig gebetet. Dafür, dass die Geister uns einen mutigen Krieger schicken, der uns in der Stunde der Not beisteht. Die Energie, die durch diese Insel fließt, ist aus dem Gleichgewicht. Diese Störung wird dafür sorgen, dass das Land von innen heraus verfault. Ich habe keine Ahnung von Geistern oder davon, wie man eine Insel ins Gleichgewicht bringt, aber ich helfe gern. Das Land ist lebendig. Seine Geister können sowohl großzügig als auch grausam sein. Dieselben barmherzigen Geister, die uns Körbe voller Wissen brachten, können sich auch gnadenlos zeigen. Nur wenige würdigen die liebevolle Natur der Geister und werden stattdessen von ihrer düsteren und verlockenden Macht verführt. Wer die großzügige Natur der Geister annimmt und kein Blut in ihrem Namen vergießt, den wird der Wald leiten. Wer sich an die bösartige Natur der Geister wendet, dessen Feinde werden vor seinem Angesicht erbeben. Weiser, tapferer Krieger, welcher Weg wird der Ihre sein? Okay, alles klar. Und eine Azrael wieder. Gut, das haben wir hier. Da haben wir hier die zweite Nebenmission mit dem Namen Heiliges Land. Und ich muss sagen, die Synchronstimme von Deborah, so heißt die Dame hier, ich weiß nicht, irgendwie hat die sich ein bisschen angehört wie von einem Hörspiel oder so. Gut, so, wir sollen die Baumeier-Drohnen zerstören. Okay, das ist ja easy. Das ist ganz easy. Schießen wir ein paar Mal aus der Distanz drauf und dann dürfte das schon erledigt sein. Ich meine, hier ist auch eine. Wobei, das ist die wahrscheinlich. So, dann machen wir mal den Schalli ab. Machen wir das Ganze ein bisschen laut. So. Guck mal, der Brecher da vorne kriegt gar nichts mit. So, das war die erste. Die zweite. Ich kenne diesen Außenposten Red Tiger sehr, sehr gut. Weil ich da in der Beta auch einige Aufnahmen gemacht habe. Und nicht nur in der Beta. So, weiter geht's. Einmal nachladen. Zack, das war der zweite und der dritte müsste da unten stehen. Da ist er. Nein, ich nehme den Schalldämpfer jetzt nicht. Zack, fertig. Okay, also wenn das jetzt wirklich war, wirklich alles war, machen wir den Schalldämpfer wieder drauf, dann war das ziemlich low. Gut, man hätte jetzt natürlich hingehen können und das Ganze mit C4 mit Style machen, aber hey, Team, bei mir sammeln. Bei mir neu gruppieren. Yep, sind unterwegs. Ich habe getan, was ich konnte. Nicht jedes Problem muss gewaltsam gelöst werden. Ich hoffe, Sie, das Dorf und die Geister sind zufrieden. Sie haben Blutvergießen vermieden. Die alten Geister lächeln Ihnen zu. Mögen die Schatten des Waldes Sie schützen. Möge der Wind Sie begleiten und Ihre Schritte zum Sieg führen. Doch seien Sie sich bewusst, dass Sie den schwierigen Weg gewählt haben. Ich schaff das schon. Ich würde diese Mission jetzt schon fast gerne nochmal machen. Mit Blut vergießen. Einfach nur, um zu gucken, ob sich dann was ändert. Bestimmt ändert sich dann was.
wurde ja schließlich explizit darauf jetzt hingewiesen, dass ich kein Blut vergossen habe, den schwierigen Weg gewählt habe und so weiter. Cool. Wie lange geht die Aufnahme denn? 5 Minuten. Na komm, dann machen wir die Mission jetzt nochmal. Diesmal mit Blut vergießen. So, dann haben wir hier neben, also wenn das geht, Nebenmission, das war Heiliges Land, Wiederholung. Jawohl. Bin ich echt gespannt. Den Dialog können wir ja dann einfach überspringen, den Anfangsdialog. Und dann töten wir einfach noch ein paar Sentinel-Soldaten, die da drum rumlaufen. Und schauen uns das Ganze mal an. Ob und wie sich das ändert. Hallo Deborah, hier bin ich wieder. Etwas sehr einmal überspringen bitte. Das Land ist lebendig. Seine Geister. Jo. Ja, Hörbuchstimme. Schauen wir mal, wie es mit Blutvergießen aussieht. Können wir trotzdem den Schalldämpfer abmachen, das trotzdem aus der Ferne machen? Und wir können ja auch die Sentinels von hier aus wegsnipen. Zusammen mit unseren Kameraden. Da vorne läuft schon einer rum, habe ich gerade gesehen. Zwei sogar. Feuer auf mein Kommando. Geh in Stellung. Bereit, Ghostly. Damit würden wir schon mal auf jeden Fall ein Blut vergießen. Eins Geld, eins Blut. Was denn fokussieren? Ach, nur eine Amazon-Drohne. Ah, ich glaube, ich mache den Schalldämpfer doch wieder drauf. Da ich jetzt ja doch ein bisschen näher reingehe, näher rangehe. Wo sind diese andere Brecher? Ziel markieren. Bringe mich in Position. Da war noch ein Brecher. Wo ist der? Da. Auf dein Zeichen, Ghostly. Zack. Du bist erledigt. Haben wir C4 zufällig schon ausgerüstet? Nein, haben wir nicht. Könnt's auch mit einer Granate machen, einfach. So. Reicht das? Reicht nicht. Nochmal. Das hat gereicht. Das hat genügend genügt. So, eigentlich haben wir ja jetzt schon Blut vergossen. Damit könnten wir dann... Seid wachsam! Es könnten Feinde in der Nähe sein! Könnten das? Bist du sicher? Warum fallen die nicht um, wenn die einen Headshot vom Kameraden bekommen? Das ist so doof. So, wir haben ja jetzt auf jeden Fall 5 Blut vergossen. Können wir jetzt die restlichen nochmal so machen wie eben. So, der eine da oben. Wo genau? Kann ich den von hier aus markieren? Ja, geil. Na komm, ihn da auch. Machen wir einfach mal ohne Voice Command. Verstehe nicht, wohl verfasst. Wunderbar. Feuer frei. Treffe ich überhaupt? Ich weiß es nicht. Natürlich wissen die das. Sind ja nicht blöd. Sind ja nicht Banane. So. Wo ist denn das? Ich sehe es halt kaum. Machen wir Nachtsicht an. Wärmebild. Das war's, alles klar. Wer hat gerade gefragt, was zum? So, dann den letzten da unten. Der da? Da ist er. Ziel markieren. Bewege mich zum Ziel. Wunderbar. Feuer auf mein Kommando. Roger, bringe mich in Stellung. Und Burst.
Oh, noch einer. Das Ziel im Visier. Schütze markieren. Rücke vor. Prima, so. Warten wir noch mal eben. Bin schussbereit. Und ab geht's. Rock'n'Roll. Was? Geht doch. So. Jetzt bin ich gespannt. Feuermodus wieder umschalten. Schalldämpfer wieder drauf. Jetzt bin ich auf den Dialog gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ich habe mich um diese Kerle gekümmert. Ich rufe die uralten Geister. Möge ihr Segen ihnen die Kraft verleihen, diese dunklen Mächte in die Unterwelt zu schicken, wo sie hingehören. Sie haben weise gewählt, doch hören sie meine Warnung. Sollten sie scheitern, führt dies zu großem Leid und Zorn. Dann sollte ich das nicht vermasseln. Cool. Geil. Es gibt also tatsächlich unterschiedliche Dialoge, je nachdem, wie man die Mission löst. Aufklärungsdaten achten. Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Richtig geil. Hätte ich nicht damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Denn an und für sich ist Breakpoint ja relativ starr, was seine, ja, den Missionsaufbau angeht. Sag mal. Wo läuft der denn hin? Ich wollte halt einfach casual in der Abmoderation noch ein paar Leute töten, aber... Pass auf, es sind Feindeinheiten in der Nähe. Nein, sind es nicht. Okay, finden wir die Eindringlinge. Da, 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 da. Ah, okay, da, 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 da. So, stirb. Böser Sentinelmann. Gut, so, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, nächsten Mittwoch, wieder wie immer. Und gehen die nächste Nebenmission an. Bis dann, meine Freunde, ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.